Ein Combo, Rari, Rolls-Royce oder Lambo. Drei Bitches plus Bennett im Bett, ein Quattro. Feuerstein-Karts, die Bitches sind blanko. Einen wunderschönen guten Tag, Autofreunde. Ich bin Dive von Feuerstein-Karts und hinter der Kamera ist der bezaubernde Kian. Dankeschön. Kian, Folgendes müssen wir machen. Wir kommen gerade aus Hamburg und da ist zuallererst mal, warte mal, da ist Dreck drauf. Komm her. Und in Hamburg sind genau diese Aufnahmen entstanden, die spiele ich jetzt zuallererst mal rein, weil dann können wir hier wieder anschließen. War mega kraftraubend. Wir haben die Corvette hingebracht und haben noch ein paar Neuzugänge angeguckt. Seid gespannt. Wir knüpfen hier gleich wieder an. Bis gleich. Ciao. So, jetzt tatsächlich in Hamburg angekommen. Wir laden jetzt die Corvette ab. Dann schauen wir uns ganz kurz unseren Neuzugang ab. Mir ist richtig, richtig, richtig Spaß passiert. Das heißt, ich bin gefahren und irgendwo auf der Fahrt ist das Tagerdach abgeflogen. Ich weiß nicht wo. Ich habe zwar schon ein neues bestellt und ich habe auch schon geguckt. Ist jetzt keine Meldung drin, ist mittlerweile 2 Stunden her, aber irgendwo ist meines Dach abgeflogen. Und ich hoffe, da ist nichts passiert. Ich werde natürlich hier reinschreiben, wenn ich noch was festgestellt habe und dafür auch gerade stehen, aber mir ist das Dach abgeflogen. Katastrophe. Oh, ich lade jetzt hier ab, dann habe ich keine Zeit mehr, muss auch direkt los. Aber tatsächlich, ja, das ist jetzt so passiert und das hier ist auch passiert. Ey, was ist denn los? Stell dir mal vor, die wären auch abgeflogen. Ich wäre ja so am Arsch gewesen. Schrecklich. So, hier steht tatsächlich der erste. Der andere ist wohl drin, habe ich vorhin erfahren. C36 AMG, weil der andere so schön war und so schnell wegging. Mit Original Styling 2 Felgen. Die müssen, glaube ich, aber nochmal gemacht werden, weil, obwohl die gehen. Ich wollte die ganz gerne Hochglanz verlichten. Ja, geil, mit noch. Oh, alles noch eingepackt. So, geil. Fahrersitz elektrisch verstellbar. Beifahrersitz elektrisch verstellbar. Martin ist leider gerade gar nicht da. 117 gelaufen. Automatik gab es hier auch nur. Hier ist ein bisschen das Holz gebrochen, aber echt schön. Wenn da jemand Bock drauf hat, der kann jetzt schon schreiben. Dann kriegt er den auf jeden Fall richtig günstig. Aber das ist doch wohl mein Traum jetzt hier wieder, oder? Oh, mit Viersitzanlage. Geil. Was ist das? Eine Fernbedienung fürs Radio. Okay. Lackstift ist dabei. Schnell weg, sonst sieht Martin das noch. Ich krieg voll Ärger. Boah, geil, 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 geil. Das sind doch die Autos. Da kriegt man doch richtig Bock wieder, oder? Lenksäulenverstellung. Jetzt kommt der Hammer. Nein. Zeig's mal von hier. Viersitzanlage. Wie geht's denn noch gemütlicher? Geil. Mega. Mit deutscher Heckklappe. So, das ist schon mal neu. Da habe ich richtig Bock drauf. Freue ich mich sehr. SL Brabus tatsächlich mit Brabus Anlage. Der muss komplett lackiert werden, soweit ich das gehört habe. Ein R129 wisst ihr ja und ist im Zustand leider nicht so gut, wie wir dachten. Der braucht noch ein bisschen Arbeit, aber auch Traumauto. Guckt euch mal die Sitze an. Mit Bose Anlage hier alles dabei. Ah, das ist auch steinhart. Ja, da muss man gucken, was wir damit machen. Aber Hardtop hat er auf jeden Fall und der dicke Motor ist da drin. Auch Styling 2 Felge. Ja, dann würde ich sagen, ich lade die Felgen ein, lade die Corvette ab und dann geht es auf den Rückweg. Weil ich habe es echt eilig, ich wollte heute noch ein bisschen Motocross fahren. Aber das auf jeden Fall, ich wollte euch auf jeden Fall mal mitnehmen, kurz die Neuzugänge zeigen. Wir haben auch noch einen Panamera gekauft, den spiele ich hier einmal ein. Soll nicht assi sein, aber wir hatten uns mega gefreut und haben einmal ein bisschen Gas gegeben. So, C36 zu verkaufen, da könnt ihr jetzt schon bestellen und ich inseriere den gar nicht, sondern mache den nur für euch fertig. Oh, und das sind so die neuesten Errungenschaften. Ich glaube, das macht ganz viel Spaß für euch, wenn wir euch mal so zwischendurch mal mitnehmen einfach. Sind jetzt über 3 Tage gefilmt, zum Beispiel sowas hier. Und dann seht ihr so ein bisschen, was hier so abgeht. Aber ich würde sagen, ich lade erstmal ab. So, jetzt Folgendes. Also der S4 kriegt heute Bilder und ich zeige euch noch ein Produkt aus der Feuerstein-Kehr-Serie. Das ist ein richtiger Brecher, oder? Weißt du gar nicht was, oder? Nee. Ich sag dir jetzt, was ist der
Ja, den führen wir jetzt vor. Wir haben den Porsche gefahren, dementsprechend sind da ein paar Fliegen dran, aber ich zeige euch was. Das Wachs war ja jetzt drauf, wie lange? Eine Woche? Anderthalb Wochen? Ja. Anderthalb Wochen drauf und darum würde ich sagen, wir schauen mal so, wie das Wachs bei Fliegen performt. In der Sonne, richtig Sonne drauf geknallt. Mal gucken, ob wir den so wieder sauber kriegen. Ich bin gespannt. Du fährst jetzt einfach erstmal den weg. Dann fahre ich den Porsche dahin, dann halten wir einen Hochdruck drauf und dann gucken wir mal, wie das performt und dann zeige ich euch was, was sich wirklich gewaschen hat. Verstehst du? Ja. So, okay. Ich habe mal gesagt, so Porsche Turbo S Klappe, ne? Ja. Auspuffklappe. Dann sagen die, weil normalerweise haben Porsche hier so eine Klappentaste für Auspuffklappe. Ja? Ja. Und weil die Taste nicht haben beim Turbo S oder Turbo, sagen die. Die hat keine Klappe. Ne? Dann, ich will ein Rätsel machen. Wenn ich auf Sport drücke, hör mal nur hin. Hörst du es? Ja. Nun Rätsel für die Leute, die sagen, ist so nicht. Aber egal, komm. Sportwagen fährst schnell mit, ne? Ja. Fliegen, fliegen. Mit dem Sportwagen, top. Dann hast du eine Fliege, so sieht das aus. Guck mal, da. Die ganze Scheiße, ne? Okay? Ja. Auto stand ganz in der Sonne. Das heißt, die Fliegen haben richtig Zeit gehabt, fest zu brutzeln. Ja. Bei normalen Autos, so Fliegen abzukriegen, da brauchst du Vorreiniger, das ist immer aufwendig, du musst schon Arbeit machen. Ja? Ja. Diesem Auto ist? Wachs. Welches Wachs? Crescenzo Wachs. Richtig. Das ist ein herkömmlicher Hochdruckreiniger. Ne? Hater würden sagen, ist fake. Ist aber ein Hochdruckreiniger. Jetzt siehst du die Fliegen. Siehst du das? Wie lange ist das jetzt drauf, das Wachs? Eine Woche. Performance? Hundertprozentig. So, das Auto ist ja jetzt dreckig. Aber überall, wo es so abperlt, kann man ja davon ausgehen, dass es sauber ist. Weil wenn das so abperlt, dann ist es natürlich sauber. Weil Dreck perlt ja nicht ab, auch wenn der Wachs drauf ist. Das heißt, wir schießen mit einem Schuss den Dreck weg und machen das Auto sauber. Guck mal, man kann das sogar theoretisch abtrocknen mit dem Wasserstrahl. Guck mal die Stelle hier an. Ist trocken. Siehst du das? Ja. Geil, ne? So, ja. Wasch jetzt kurz. Scheibe genau das gleiche. Mit Wachs drauf. Ja! Meine Baby! Du weißt, wie Fliegen auf so Scheiben sind. Geil, ich oder? Bin exklusiv, ja, wie du siehst. Geh den an. Du hast den gewachsen, ne? Nein, nein. Wer denn? Gewachs hat den Johann. Normalerweise wächst man ja und dann geht man da rein, wenn man das mit Gedanken macht. Was willst du sagen? Geht das jetzt ab? Ist da Wachs drauf oder hat Johann das nicht gewachsen? Glück gehabt. Was bin ich vom Beruf? Autohändler. Sagen wir das Auto weg? Händler. Was macht ein Händler? Handeln. Verkaufen. Ja. Manche Sachen muss man nicht verkaufen, jetzt Kian. Manche Sachen verkaufen sich von selbst, wenn die gut sind. Okay? Ja. Das ist ein ganz normales Trockentuch, ja? Ja. Ein bisschen größer. Auto ist nass, oder? Ja. Guck mal nach vorne. Und? Ist trocken. Scheibe? Ist trocken, ne? Ja. Woran liegt das? An dem Wachs. An dem Wachs, genau, in Verbindung mit dem Trockentuch. Guck mal, und das jetzt, wenn du es ausbringst, kommt nichts raus, ne? Mhm. Das heißt, es hält das Wasser, ist aber nass. Guck, nass. Ja. Jetzt zeige ich dir mal was. Das ist das erste Mal, dass ich das zeige. Okay. Keine Sorge, das ist schön flauschig. Das macht keine Kratzer oder so. Man müsste es umdrehen. Ist das die eigentlich die Produktvorstellung von unserem neuesten Produkt? Das ist unser Trockentuch. Das heißt, in Verbindung mit dem Wachs ist das mega easy jetzt, Autos zu waschen und abzutrocknen. Das heißt natürlich, dass man es einmal wachsen muss, das Auto, und dann braucht man eigentlich nur noch mit Wasser arbeiten, weil ich habe ja jetzt ja keinen Reiniger drauf. Bin dann mal mit dem Auto 300 Kilometer gefahren. Guck dir mal die Scheibe an, die war voller Fliegen. Wirklich voller Fliegen. Ich bin dann nur mit Wasser rübergegangen, wir haben das geschnitten, ja. Aber nur damit es nicht so lange dauert für euch. Aber wir haben ja jetzt nichts draufgetragen, wir haben jetzt einfach nur das Auto mit Wasser gewaschen. Willst du darauf schwören? Ja. Siehst du? Guck, jetzt habe ich mir bestimmt eine halbe Stunde gespart. Einfach nur, indem ich vernünftig gewachst habe, vernünftig vorgearbeitet habe,
Und jetzt kann ich direkt wieder durch die Stadt flitzen und einen dicken machen. Weißt du? Ja. Geil, ne? Ja. Trocken, sauber, passt. So, das Auto dann perfekt. Kommt ein Kunde eben Wasser rüber, lässt du deinen Praktikanten das abtrocknen, rauchst du dann eine Kippe, lässt ein Reel hoch, alles super. Super, Kian. Danke dir fürs Filmen. Und macht euch gespannt, sobald die Produkte da sind, geht's los mit dem Verkauf. Feuerstein Shop ist noch nicht online, aber ihr könnt auf Instagram schon mal abonnieren, beim Feuerstein Shop euch eintragen, um benachrichtigt zu werden, wenn die Sachen endlich online gehen. Darum würde ich sagen, wir sehen uns. Hier ist der Link. Bis dann. Ciao. So, dann wollen wir tatsächlich mal gucken. Viel habe ich eigentlich nicht zu erzählen heute. Unser abendliches Motorrad gerade abgeholt worden. Tatsächlich die CBR. Auch schön, wenn das so schnell geht. Einfach eine Instagram-Story, weg das Ding. Heute Q7 verkauft, Instagram-Story oder beziehungsweise das YouTube-Video und dadurch auch das Auto verkauft. Und er sagte, ey, ich weiß genau, worum es ankommt, du hast ja alles gezeigt. Das ist einfach traumhaft und das macht mir auch mega Spaß. Das ist auch mein Traum, dass das so weitergeht. Auch das mit diesen ganzen Pflegeprodukten. Ich freue mich einfach heftig, dass ich das mit euch teilen kann. Das sind so meine Ideen, die ich an euch weitergebe und damit habe ich einfach übelst Spaß dran. Der wunderschöne S4 RS4, wie soll ich den nennen? Lena macht Bilder, sieht mega geil aus, besonders ohne Kennzeichen vorne. In Amerika wäre das geduldet. Hier ist das leider nicht möglich. Darum, Hundis, komm mal her. Ja, wisst ihr was, dann machen wir den Porsche nämlich morgen. Und dementsprechend einfach morgen das Video auch weiter. Über den Audi gibt es eigentlich so nichts mehr zu erzählen. Jetzt ist er aufbereitet, mega geil. Ist für mich ein ganz besonderes Auto, weil da auch echt viel Geld reingeflossen ist. Da habe ich viel Produkte ausprobiert, darum ist das Auto jetzt so, wie es aussieht. Innenraum ist brutal, ich kenne die Bilder noch nicht, aber ich weiß, dass sie brutal werden. Ja, ist aber tolle Höhe, fährt toll, alles ganz frisch, ganzes Getriebe neu gemacht, kompletter Motor neu, sauber, 80.000 gelaufen, der Austauschmotor, Traumauto. Und ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem S4 haltet. Finger davon lassen wegen Kilometerstand oder egal, weil in die Kommentare habt ihr ja im Schnitt, ich würde sagen, so 20.000, 30.000 Kilometer getippt. Darum, Leute, habe ich euch mal getestet und ich habe, glaube ich, den Test bestanden, weil beim Auto, da kann man die Kilometerleistung eben nicht ansehen, wenn man es gut pflegt. Und der Vorbesitzer einfach wirklich ganz, ganz feiner Typ, kommt aus dem medizinischen Bereich, um es mal so zu sagen, ein deutscher Vorbesitzer. Ansonsten bin ich nach wie vor total begeistert von dem Auto, weil, guck mal, wenn man aufs Gas drückt, dieses Ansprechverhalten, dieses wuh, 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 guck mal. Ich finde es einfach nur richtig geil und mich begeistern solche Autos mindestens genauso doll wie andere Autos. Klar, bei so einem Sportwagen erwartet man das mega, aber sowas, ich weiß nicht warum, das überwältigt mich immer total, so ein Auto hier zu fahren. Ich sollte taktischerweise einfach mal diese Autos weglassen und wie andere in dem Bereich auch nur diese Hypercars machen, aber irgendwie habe ich da so viel Spaß dran und ich sage, dieser Spaß, der bringt mich durch die schweren Tage, manchmal Tage, wo man 15 Stunden arbeitet und dadurch, wenn ich in so einem Auto jetzt sitze, so ein Moment, der bringt mir so viel Kraft, das ist unglaublich und ich glaube, das ist hier der Trick, das zu machen und ich habe das große Glück, das zu machen und darum mache ich das auch und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Danke für alle, die zugeschaut haben. Ich kriege geiles Feedback zurück. Leute mögen diese Videos, wo ich mehrere Sachen mache oder öfter anfange zu filmen, viel lieber, als wenn ich ein Thema habe, worüber ich rede. Autos stelle ich euch natürlich trotzdem vor, aber so mache ich das erstmal weiter. Ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ja? Dann gehe ich drauf ein. Bis dahin. Ciao. Deine Baby. Deutsche City, ne nice Combo. Rari, Rolls-Royce oder Lambo. Drei Bitches plus Bennett im Bett, ein Quattro. Feuerstein Cash, die Bitch, die Blanco. Heckantrieb, weil ich's von hinten mag. Gib ich hier, weil ich den Hintern mag. Baby, das ist keine Wissenschaft. Scheiben dunkel und sie ist Splitternacht. Sie macht dir was vor. Party ohne mich, check your phone no more.